Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlitainment und ich bin momentan auf Ponysuche. Das habe ich dir auch in dem einen oder anderen Video gezeigt, jetzt letztens auf meinem Kanal. Soweit ist und ich ein passendes Pony gefunden habe und ein Pony hier einzieht, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Deswegen verpasse es nicht und abonniere mich unbedingt. Und ganz, ganz wichtig, weil YouTube irgendwas umgestellt hat, weil ich habe ja auch ganz, ganz viele YouTuber abonniert, aber die Videos werden mir einfach nicht angezeigt. Wäre es halt mega gut, wenn du auch die Glocke aktivierst. Ist sowieso kostenlos, deswegen do that now und dann verpasst du das nicht, wenn dann das Pony dann hierher kommt. Ich freue mich schon. Auf der Suche nach einem Pony war ich natürlich auch im Internet, habe mir da verschiedene Annoncen und Anzeigen angesehen, wo Ponys auch verkauft werden, habe da einige Bilder gefunden von Ponys, die hergegeben werden, wo die Mähne abgeschnitten ist, wo der Schopf abgeschnitten ist und ich dachte mir einfach nur, warum? Damit du dir das mal vorstellen kannst, zeige ich dir hier mal jetzt ein Beispiel. Was sagst du dazu, zu diesem unfassbar armen Fuchspony? Da ist ja nicht nur der Schopf einfach so abgeschnitten, sondern auch die Mähne komplett gerade. Was glaubst du, ist da der Grund? Also, was glaubst du, haben sich die Besitzer gedacht? Schreib mir deine Vermutung jetzt mal gerne in die Kommentare. Ich gebe dir jetzt mal ganz, ganz kurz Zeit. Weil ich habe natürlich dann auch mit Leuten gesprochen, die ihren Pferden auch den Schopf mal abgeschnitten haben, weil ich einfach wissen wollte, was ist da der Grund? Warum schneidet man den Schopf einfach ab? Und die Begründungen gibt es auf jeden Fall noch in diesem Video. Und auch das Pony vom Titelbild, was ganz verrückt ausschaut, zeige ich dir auch jetzt dann nochmal in diesem Video ganz, ganz genau. Also, was glaubst du, ist der Grund, warum bei diesem Pony zum Beispiel hier rumgeschnipselt worden ist? An der Mähne und auch noch voll arm am Schopf. Sieht doch so ein bisschen Prinz Eisenherz mäßig aus. So eine Topffrisur, das hat man ja auch ganz, ganz früher gemacht, dass man einfach den Leuten so einen Topf auf den Kopf gesetzt hat und dann einfach rundherum am Rand dann einfach so abgeschnitten hat. Und ich meine, genauso sieht es halt einfach aus. Und das schaut einfach besonders aus. Verstehe mich nicht falsch, natürlich ist das Ganze auch Geschmackssache. Dem einen gefällt es, für den einen schaut es vielleicht gepflegter aus, dem anderen gefällt es halt nicht so. Ich gehöre eher zu Gruppe 2. Ich finde es nicht so cool, ich werde es an meinen Pferden auch nicht ausprobieren, weil ich finde, jedes Mal, wenn man eine Schere am Schopf ansetzt, dass man das sieht. Eine hat mir aber geschrieben, dass sie eine ganz besondere Taktik hat. Sie nimmt den Schopf und dreht ihn ein und alles, was raussteht, das schnipselt sie ab. Ich kann sie das mal so irgendwie so ein bisschen an der Rubielle jetzt mal demonstrieren. Aber ich muss sie auch dazu noch sagen, ich werde das niemals in echt ausprobieren. Du weißt, ich mache auch immer ziemlich viele Do-it-yourself-Videos. Aber ich werde das definitiv nicht probieren. Ich kann es mal zeigen und wir versuchen das einfach mal, ob die Rubielle es überhaupt möchte, dass ich dann in ihrem Schopf hier mal herum tue. So, Mädchen, schau mal. Also man nimmt hier so den Schopf und dreht ihn dann einfach so ein bisschen ein. So, das funktioniert alles mega gut. Auf der Wiese mit einer Hand. So. Und alles, was so raussteht,
Alles, was raussteht, wird einfach abgeschnitten. Und angeblich ist das die Methode, wo es angeblich natürlich aussieht. Ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich werde es auch nicht testen, so sorry. Falls du es mal getestet hast, schreib mir es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht. Also bei mir ist die Devise Finger weg vom Schopf. Ein Argument, das ganz, ganz viele bringen, dass sie sagen, okay, mein Pferd sieht nichts. Die Skadi hat so einen Schopf. Ich weiß nicht, ob das für viele lang oder kurz ist. Ich weiß nur, er ist super schmutzig. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass die Skadi, und da muss ich jetzt auch gerade den Kopf schütteln, dass die Skadi irgendwann mal nichts gesehen hat und gegen irgendwas dann gegangen ist, also gegen irgendwas gelaufen ist oder gegen einen Baum oder was auch immer. Sie hat immer noch genug gesehen. Bevor man jetzt wirklich auch den Schopf abschneidet, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, indem man zum Beispiel so eine Effilierschere nimmt, die hat so ganz, ganz kleine Zacken zwischendrinnen und dünnt dann die Mähne oder den Schweif halt eben aus. Also damit das nicht ganz mehr so fett ist, so puh, sondern einfach dann schon ein bisschen dünner und ausgedünnter, das wäre auch eine Möglichkeit, was ich bei der Rubiel zum Beispiel niemals machen werde, weil die Rubiel hat normal viel Schweif und Schopf. Nein, wer wählt sich denn da jetzt gerade? Die Degeline, die Skadi. Nächstes Pony, nächster geschnittener Schweif, nächster geschnittener Schopf, nächstes Fuchspony. Ich glaube ja ernsthaft, dass die Leute, die das mal gemacht haben, die das geschnitten haben, das vorher einfach noch nie probiert haben. Und ich hoffe, dass sie auch niemals Friseure werden. Auch einen Grund, den ich jetzt dann auch bekommen habe, als ich Leute gefragt habe, warum sie den Schopf abgeschnitten haben, war, dass sie gesagt haben, wenn mein Pferd so eine Augenentzündung hat und dauern jetzt so die Haare so ins Auge hineinreichen, dass das Auge nicht weiter irritiert wird, deswegen haben sie den Schopf abgeschnitten. Bei den Ponys sieht es nicht so nach Augenentzündung aus und ich hoffe auch nicht, dass kranke Ponys verkauft werden, die jetzt gerade eine Augenirritation oder Augenentzündung haben. Ich meine, ja, okay, es gibt Schlimmeres, aber ganz ehrlich, wenn mein Pferd eine Augenentzündung hätte, würde ich es vielleicht abschneiden, aber ich glaube, ich würde es einfach nur flechten und dann irgendwie zur Seite binden. Und wenn es wirklich immer nach vorne fallen würde und wirklich immer ins Auge fallen würde, würde ich mich natürlich dann für das Pony entscheiden und das dann notfalls abschneiden. Aber sonst definitiv nicht. Oder was sagst du dazu? Es gibt auch Pferde und Ponys, die Ekzem haben. Das heißt, denen juckt das so extrem, dass sie dann die Mähne, den Schweif, den Schopf einfach komplett hier so abrubbeln und abkratzen. Und natürlich gibt es eben auch Pferde, die man vielleicht auch so kauft, weil eben der Schweif oder die Mähne oder sowas oder der Schopf so kurz abgeschnitten ist. Ich muss dazu sagen, Fun Fact, was ich glaube ich noch nicht erzählt habe, ist, als ich die Rubinesca, meine Schimmelstute, die da jetzt da hinten irgendwo Gras zieht, gekauft habe von meiner Trainerin Anna, hat sie mir nicht gesagt, dass die Ruby eine Stehmähne hat. Und ich so, what? Stehmähne, aber es hat ja nicht ganz, ganz gut gepasst. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich habe mein Pferd so und so gekauft und ich habe da auch von ein paar Mädels diese Bilder hier gesehen. Zum Beispiel da ist der Schopf ziemlich abgeschnitten. Das Pferd sieht auch nicht so besonders glücklich aus. Dieses dunklere Pferd oder auch dieses Pony hat auch so eher so eine, so einen kürzeren Schopf. Ich glaube, es ist ganz lustig. Also ich finde es halt nur so ein bisschen arm, weil ich mir immer denke, da lachen halt die Leute über das Pony. Aber das wird halt eben auch seine Gründe gehabt haben, warum sie es abgeschnitten haben. Oder, du weißt, der Grund, wenn Leute einfach nicht wissen, dass es nicht ganz so toll aussieht. Die Peenstute meines Freundes, die Jessie, hat hier nicht ganz so viel Schopf. Und deswegen haben wir hier so ein Fliegenstirnband dran gemacht, dass sie vor den Fliegen mal safe ist. Das sind so Extensions, mehr oder weniger. Die braucht die Skadi nicht, weil die Skadi hat auf jeden Fall hier genug Schopf dabei. Und zwei Freundinnen. Lässt sich jetzt gerade gut gehen. Vor allem sieht auch die Gewissheit, an ihrem Shop wird fix nichts rumgeschnitten. Das Pony, wo ich am meisten Augen gemacht habe, war definitiv das hier. Oh mein Gott. Es gibt ja auch Gründe, wenn sich zum Beispiel das Pony in so ein, weiß ich nicht, in so ein Feld voller Kletten legt und überall diese ganzen Kletten da voll mühsam in Mähne, Schopf und Schweif sind, dass man einfach da gar nicht mehr durchkommt. Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen und das einzeln, jede Strähne einzeln rausziehen und niemals rumschneiden. Aber da ist es so,
Das kann nicht sein. Da können keine Kletten dran schuld sein. Was soll alles da passiert? Also ich weiß nicht, ob da der Fachmann dran war. Ist einfach mal so ein blind, so ein bisschen mit Stufenschnitt hier ein bisschen mal rumgeschnipselt. Was sagst du dazu? Also ich find's mega crazy. OMG, OMG, ohne Witz jetzt. Schreib mir deine Meinung dazu jetzt gerne in die Kommentare. Und hast du das schon gesehen, als ich Ponys mir angesehen habe auf einer Pferdeversteigerung und ich war auch auf einem Pferdemarkt und habe Pferde angesehen? Diese zwei Videos siehst du da jetzt. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Also da jetzt gleich weiterschauen, Glocke aktivieren und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.